Gegeben ist ein gleichseitiges Dreieck mit Seitenlänge a gleich 6 cm. In dieses gleichseitige Dreieck ist ein blauer Kreissektor eingeschrieben. Wir wollen den Umfang dieses Kreissektors berechnen. Überlegen wir, wie sich dieser Umfang berechnen lässt. Der Umfang U des Kreissektors setzt sich zusammen aus diesem Stück, dem Bogen und dieser Länge. Diese Länge und diese Länge sind gleich lang. Es ist in beiden Fällen der Radius des Kreissektors. Es gilt also U ist 2 mal R plus eben die Bogenlänge B. Um den Radius zu berechnen, müssen wir ein paar Symmetrieanstellungen zu diesem Dreieck tätigen. Wir sehen, der Kreissektor berührt diese Seite des gleichseitigen Dreiecks. Aus Symmetriegründen berührt der Kreissektor diese Seite genau in der Mitte. Wir können also von diesem Berührpunkt aus die Symmetrieachse einzeichnen. Und auf dieser Symmetrieachse liegt der Radius R. Überlegen wir nun weiter. Beim gleichseitigen Dreieck ist jeder Innenwinkel 60 Grad groß. Nachdem der Radius auf der Symmetrieachse liegt, teilt dieser auch den Winkel mit der Größe von 60 Grad. Das heißt, hier ergibt sich ein Winkel mit einer Größe von 30 Grad. In diesem hier entstehenden Dreieck gibt es ebenfalls eine Innenwinkelsumme von 180 Grad. Wenn der Winkel 30 Grad groß ist, dieser ist 60 groß, dann muss dieser Winkel eine Größe von 90 Grad haben. Wir haben damit ein rechtwinkeliges Dreieck gefunden. In diesem rechtwinkeligen Dreieck wollen wir nun den Satz des Pythagoras anwenden. Damit wir diesen anwenden können, müssen wir uns die Größen der jeweiligen Seitenlängen überlegen. Diese Seite ist eine Seite des gleichseitigen Dreiecks. Sie hat also eine Länge von a. Und nachdem hier der Mittelpunkt der Seite a ist, ist diese Seite a halbe lang. Wir können nun den Satz des Pythagoras zur Berechnung des Radiuses anwenden. Die Seite a liegt dem rechten Winkel gegenüber und ist daher die Hypotenuse. Es gilt, a² ist r² plus a² Formen wir um auf r minus a² und tauschen wir gleich die Seiten, dann haben wir r² ist a² minus a² Das können wir nun vereinfachen zu a² minus a² Viertel. Und wenn wir jetzt von a², also einem a², ein Viertel a² abziehen, bleiben uns 3 a² Viertel übrig. Nun ziehen wir die Wurzel, wir erhalten 3 a² Viertel und daraus eben die Wurzel. Wenn wir jetzt für a einsetzen, können wir so r berechnen. R ist also die Wurzel aus 3 mal 6² Viertel oder ausgerechnet ist r die Wurzel aus 27. Diesen Wert können wir zur Berechnung des Umfangs verwenden. Wir brauchen aber noch die Bogenlänge b. Für diese kennen wir aber eine einfache Formel, die nur mehr vom r und vom Winkel des Kreissektors, also von den 60 Grad, abhängt. Wir können also rechnen 2 mal r plus, für die Bogenlänge gilt eben, r mal Pi mal Alpha durch 180. Setzen wir die entsprechenden Werte ein. 2 mal Wurzel 27 plus Wurzel 27 mal Pi und eben mal 60, denn der Zentriwinkel
Des Kreissektors hat eine Größe von 60 Grad durch 180 Grad. Wenn wir den Umfang jetzt berechnen, erhalten wir einen Wert von 15,8. Das heißt, der Umfang des Kreissektors ist in etwa 16 cm lang.